noch 12 Stück. Das ist die Ausfahrt. Das kommt so heute. Kopf steht unter Licht, ist unvereinbar. Ja, aber ich kann das machen. Aber den Namen so, auf jeden Fall. Nachdem dann der Motor aus dem Motorraum raus war, hat sich dann ergeben, dass ich mal eben den gesamten Vorderbau hatte. Und jetzt ist er jetzt ohne Auto da, weil er noch nicht fertig geworden ist. Das Schicksal reizt auch dieses Jahr mit Philipp. Diese Kämpfranger Kinder 100 Euro zu spenden. Die Sigrid steht da hinten. Schau mal hier gerade, ich glaube, Vanille-Eis-Ding. Nicht nur, weil die amerikanischen Scheinwerfer keine asymmetrischen Lampen haben, sondern die amerikanischen Scheinwerfer sind Ziel-Team-Scheinwerfer. Das heißt, der Scheinwerfer an sich ist nicht. Und wenn man mal sagen, ist sofort das ganze dass man die Blutspritzer nicht so merkt. Eigentlich ist sie rot, fand ich nicht.
Fuchs direkt von ihr neben dran. Vorher ist auch der den ein oder andere Puck hält. Jetzt schießt er gleichmäßig rechts und mit der Nein. Also auch auf einmal diese kleine Mannschaft geworden. Was bei mir Spiel war. Genau. Aber bei mir hat es noch voll gekauft. Die war irgendwo mal dort. Den schönsten Motorraum an den außergewöhnlichsten Mustang, jawohl, so muss es sein. Die So, deine Fall, wie schon so oft, glaube ich, du hast schon einige gekriegt, ne? Schönste Inlandrichtung, keine Überbewertung, 2010 für deinen 66er Cabrio. Hat leider Gottes momentan irgendwelche Zündungsprobleme, Vergaser? Naja, wir können gleich einen ausbauen. Wenn wir gleich mitnehmen, dann ist dann die nächste Geschichte. Also, in deinem Fall hier vorne ein dunkelgrünes Cabriolet mit beiger Pony in deine Richtung. Das ist dann für dich die Honoration an halt im Bereich schönste Innenausstattung für das Fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch. So, aber wie gesagt, der Ralf Sommer müsste mal den Motorraum auflegen. Genau. Okay, also, wie gesagt, weiteste Anreise über 840 Kilometer beziehungsweise der Kasten. Noch mal kurz der Hinweis für die Leute fürs ADAC Fahrsicherheitstraining. Morgen früh um 8 Uhr hier auf dem Platz. Viertel nach 8 wollen wir losfahren, dass wir spätestens um Viertel vor 9 in Olpe sind.